Es gibt sie beim Kleiderkauf, im Supermarkt und sogar auf dem Wochenmarkt. Die kostenlose Plastiktüte. Sie wird häufig nur einmal genutzt und landet dann irgendwo, wo sie nicht hingehört. Das schadet der Umwelt, denn es kann hunderte Jahre dauern, bis sich so eine Plastiktüte in der Natur zersetzt. Mittlerweile gibt es aber auch eine Gegenbewegung. Größere Unternehmen wie die Meyersche Buchhandlung geben Kunststofftüten nicht mehr kostenlos heraus. Also wir hatten schon Bedenken natürlich, bevor wir das gestartet haben. Das hat man immer, wenn man was Neues macht, das dann auch noch Kosten verursacht. Man weiß nie, wie der Kunde reagiert, aber das hat sich ja jetzt ganz schnell zerstreut. Sogar ganz im Gegenteil. Die Plastiktüte kostet in der Meyerschen Buchhandlung jetzt zwar 20 Cent, aber die Kunden nehmen das gerne auf sich. Ich habe eine Tasche, wo ich es reinstecke. Ich nehme meistens Stoffbeutel mit. Eigentlich für die Umwelt sehr gut. Und vielleicht bewegt sich die Leute dazu, auch von zu Hause aus ihre Plastiktüten, die haufenweise eigentlich wegschmeißen, dann mitzunehmen. Weil die Bücher sind eigentlich nicht so groß. Und ich finde eigentlich, ist es eine gute Idee. Nee, finde ich gut. Gibt es in meiner Buchhandlung zu Hause auch. Ist eine gute Idee. Dabei geht es nicht um Profit. Die Kunden sollen bewusster einkaufen. Also entweder von zu Hause eine Tragetasche mitbringen oder vor Ort kaufen, aber dann auch wiederverwenden. Aber wieso nicht direkt ganz auf Plastiktüten verzichten? Stoffbeutel bieten wir ja immer auch gerne als Alternative an. Jeder Kunde kann bei uns verschiedene Taschen auch mit witzigen Motiven kaufen. Die Papiertüte ist gegen den Gedanken, den viele haben, gar nicht so ökologisch, wie viele denken, weil für die Produktion extrem hohe Wassermengen benötigt werden, Trinkwassermengen halt eben auch. Und auch in der ganzen Produktion im Ablauf ist es nicht ökologischer als die Plastiktüte. Ein weiterer Grund für den Trend der Plastiktütenabschaffung ist eine Regelung der EU. Jeder Bürger in Europa soll bis Ende 2025 im Schnitt nur noch 40 Beutel verbrauchen. Das wären knapp 80% weniger als noch im Jahr 2010. Wird dieses Ziel nicht erreicht, wird den Unternehmen vorgeschrieben, wie der Umgang mit den Tragetüten zukünftig gehandelt wird. Aber natürlich zählt auch der Umweltgedanke. Dass die neue Regelung wirklich etwas dazu beiträgt, merken nicht nur die Kunden, sondern auch die Mitarbeiter. Ich habe immer in meinem Auto jetzt einen Einkaufskorb dabei, von Reisetälen so eine Tasche, wo man alles reinpacken kann. Und ich habe auch gemerkt, es ist sowieso ganz schön, damit einkaufen zu gehen, weil man auch da bewusster schon aussucht, was man überhaupt braucht. Es ist angenehm an der Kasse. Also wenn schon Plastiktüte, dann nach dem nächsten Einkauf diese nicht wegschmeißen, sondern für den nächsten aufbewahren. So spart man nicht nur Geld, sondern tut auch noch etwas fürs gute Gewissen.